Katzenfreunde und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal British Shorthair Sisters. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr hier schon seht, habe ich ein Lidl-Prospekt vor mir liegen. Und ja, ich weiß, wenn ihr dieses Video anschaut, wird es voraussichtlich auch nicht mehr aktuell sein, da Lidl, wie auch einige andere Supermärkte, wöchentlich ein neues Prospekt mit neuen Produkten und Angeboten veröffentlicht. Doch keine Sorge, das Produkt, um das es sich in diesem Video dreht, erscheint nicht nur mindestens einmal jährlich in den Lidl-Filialen, sondern lässt sich auch jederzeit bequem über den Lidl-Online-Shop erwerben. Also wenn euch dieser Artikel gefällt, besucht doch einfach den Lidl-Online-Shop und sucht nach dem sogenannten Katzentunnel oder verwendet als Suchbegriff die passende Artikelnummer. Diese blende ich euch hier selbstverständlich auch ein. Wie ihr also schon gehört habt, dreht sich dieses Video um den Katzentunnel der Firma Zoofari, welchen es bei Lidl zu erwerben gibt. Da ich den Katzentunnel selbst besitze, wie übrigens alle Produkte, die ich auf diesem Kanal vorstelle und in Zukunft vorstellen werde, möchte ich euch auch diesen unbedingt näher bringen und habe das aktuelle Lidl-Prospekt dazu direkt zum Anlass genommen. So, genug der einführenden Worte, ich würde sagen, dass wir uns den Katzentunnel nun genauer anschauen. Der Katzentunnel hat eine Länge von insgesamt 106 cm und wiegt rund 5 Kilo. Wer jetzt schon der Meinung ist, dass dieser zu viel Platz in Haus oder Wohnung einnehme, dem sei gesagt, dass sich der Katzentunnel platzsparend zu einer Höhle zusammenschieben lässt. Und so sieht das Ganze dann aus. Der Katzentunnel soll nicht nur als Rückzugsort für unsere Fellnasen dienen, sondern soll gleichzeitig noch ein aufregender Spielplatz sein. Für die Aufregung dienen unter anderem die zwei innen angebrachten Spielbälle, welche Neugier und Spielbetrieb wecken. Die Spielbälle kann man nur noch mittels viel Fantasie erkennen, daran haben sich meine zwei Fellnasen arg zu schaffen gemacht. So sähe es aber im Neuzustand aus. Die Außenseiten des Katzentunnels sind mit Sisal bezogen, was sich ideal zum Wetzen der Krallen eignet. Preislich liegt der Katzentunnel in einer Spanne von ca. 30 bis 35 Euro und wenn ihr wissen wollt, ob der Tunnel sein Geld wert ist, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Dort wartet nicht nur ein abschließendes Fazit meinerseits auf euch, sondern auch allerlei Bilder des Katzentunnels, um sich diesen noch einmal in aller Ruhe anschauen zu können und all das in diesem Video Gehörte und Gesehene mit in seine Kaufentscheidung einbeziehen zu können. Außerhalb der mit Sisal bestückten Flächen ist der Katzentunnel von innen und außen mit Plüsch ausgestattet und bietet unseren Kätzchen insgesamt drei Einstiegsöffnungen. Die Einstiegsöffnungen haben folgende Durchmesser. Die mittlere Einstiegsöffnung hat einen Durchmesser von ca. 16 cm. Am kleineren Ende des Tunnels hat die Einstiegsöffnung einen Durchmesser von ca. 18 cm. Und am größeren Ende des Tunnels hat die Einstiegsöffnung einen Durchmesser von lediglich 16 cm. Wie in fast jedem Video von mir gibt es auch diesmal einen Warnhinweis. Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Tiere und kein Spielzeug für Kleinkinder bzw. Kinder. Der Warnhinweis stammt nicht von mir persönlich, wird aber seitens des Herstellers sicherlich nicht grundlos explizit genannt werden. Kommen wir nun zu meinem ganz persönlichen Fazit zu diesem Artikel, doch vorneweg, wenn euch dieses Video gefällt und ihr auch in Zukunft kein Video unseres Kanals verpassen möchtet, so würden wir uns tierisch freuen, euch als Abonnenten in unserer Community herzlich begrüßen zu dürfen. Dazu einfach auf diesen Button klicken, es ist vollkommen kostenlos und unterstützt uns. Ich habe den Katzentunnel bereits vor etwa 2 Jahren erworben und kann direkt sagen, dass ich bis heute absolut begeistert von der Qualität dieses Produktes bin. Der Katzentunnel wird von meinen Fellnasen täglich genutzt, sei es zum Krallenwetzen oder drüberhüpfen. Er zeigt von innen wie von außen keinerlei Abnutzungserscheinungen. Lediglich die innen angebrachten Spielbälle wurden etwas in Mitleidenschaft gezogen, wie ihr auf den Bildern sehen konntet und hier nochmals sehen könnt.
Als einzigen Kritikpunkt bringe ich hier an, dass bei wildem Umgang mit diesem Tunnel die massiven Endstücke hochklappen können. Was ich damit meine, zeige ich euch hier. Vielleicht ließe sich diesbezüglich etwas Stabilisierendes herstellen, für unsere Zwecke hier ist der Tunnel so wie er ist jedoch vollkommen in Ordnung. Nicht viele Tunnel bieten solch tolle Kratzmöglichkeiten und da er von innen auch noch extrem flauschig ist, wird er auch gerne als Rückzugsort angenommen oder um im Winter einen extra warmen Platz in der Wohnung zu haben. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut in Ordnung. Man bekommt für sein Geld eine schöne Qualität, der Tunnel ist massiv und aus tollem Material gebaut, kann platzsparend zusammengeschoben werden und bietet den Katzen nicht nur eine tolle Kratzmöglichkeit, sondern auch einen hervorragenden Rückzugsort. Zudem macht er optisch richtig was her. Schaut euch auf der Internetseite des Lidl Online-Shops doch zusätzlich zu meiner Meinung auch die insgesamt ca. 61 weiteren Bewertungen zu diesem Produkt an, um euch ein umfassendes Bild machen zu können. Mich würde interessieren, was ihr von diesem Katzentunnel haltet. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wir bedanken uns herzlichst fürs Zuschauen, bleibt gesund und schaut euch doch weiterhin in Ruhe auf dem Kanal um. Es erwarten euch allerhand lustige, informative oder auch lehrreiche Videos rund um die Katze.